So Leute, willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Project Zero 5 oder Fatal Frame 5, Priesterin des Schwarzen Wassers. Das letzte Mal haben wir es endlich geschafft, im Schrein der Vergänglichkeit einzutreten und standen eigentlich kurz davor, Mew zu befreien, weil wir gesehen haben, wo sie ja damals im Prolog feststecken geblieben ist. Aber wir können die Kiste dementsprechend nicht öffnen und deswegen haben wir einen kleinen Hinweis bekommen, nachdem wir unsere Kamera benutzt haben und müssen eine ähnliche Box oder sowas finden, glaube ich. Oder zumindest eine ähnliche Etage, das einen Stock übersteht. Und, ja, nach ein bisschen langen Suchen habe ich es aber auch endlich gefunden. Ich bin, glaube, entweder das ist hier Saal der Laternen nochmal oder die andere Stelle da, wo wir davor waren. Ich hatte natürlich auch wieder so auf der Suche wieder so einen kleinen Kick in Erinnerung gekriegt, dass wir die Stelle eigentlich sogar als eines der ersten Orte entdeckt haben. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ihr nicht dabei wart. Das ist bestimmt diejenige, die letztes weggelaufen ist. Oh! Oh Gott. Meine Güte, du machst mir nicht so viel Spaß, ne? Ist dir doch hoffentlich bewusst. Komm mal her. Na, komm mal her. Hallo. Du darfst dich hier nicht aufhalten. Na komm. Natürlich war ich darauf prepared, junge Dame. Darauf wiederum nicht. Wo bist du? Hallo? Where are you? Da bist du. Na dann, komm mal her. Wir haben viel miteinander zu besprechen. Genau wie mit dem hier. Das solltest du unterlassen. Und das vielleicht auch. Nein, das auch nicht. Okay. Ja. Komm ruhig näher. Wir haben es ja gleich hinter uns. Wo zum Teufel bist du denn jetzt schon wieder gegangen? Nein. Okay. Haben wir geschafft. Kriege ich jetzt die Vision von dir? Na komm, gib mir eine schöne Vision. Ja. Ja gut, dieser Flashback war ja irgendwie vergleichbar mit der, was wir damals bei Fuyui gesehen haben. Das war zumindest bei Fuyui, glaube ich. Bei Haruka haben wir das ja nicht gesehen. Okay, dann so, zurück zum wichtigen Punkt. Und zwar müssen wir da lang gehen. Wobei, war das nicht eigentlich die Abkürzung für den Weg von vorhin? Aber das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo wir herkommen. Also, ach, vielleicht habe ich mich einfach geirrt. Hoffen wir aber mal, dass ich richtig liege. So. Ein bisschen schneller machen. Yuri-chan, wir haben es bald hinter uns. Wenn wir den Hinweis gefunden haben, müssen wir nur Mew befreien und dann einfach von ihr verschwinden. Ach, ich erinnere mich ja schon wieder an diesen Raum. Boah. Nee, wieder eine Filmrolle klauen, sage ich euch. So. Dann war das ja in diesem Raum. Also gut, ich das weiß. Ja. Dann sollten wir, glaube ich, eigentlich richtig sein. Weil das anderes kann ich mir hier wirklich nicht vorstellen. Also dann. Hoffen wir mal, dass wir wirklich richtig liegen und meine ganze Suche jetzt hier nicht für umsonst war. Gut, denn da hinten befindet sich diese Box da. Und von dieser Box aus hätten wir eigentlich sogar eine Übersicht vom unteren Geschoss aus. Boah, meine Güte, ich wollte mir nur die Box ansehen. Ich wollte meinen Finger nicht da reinstecken. Ach, stimmt, mit dem Typen habe ich sowieso noch eine Rechnung offen. Na, wie schmeckt dir das? Oh. Na gut, er möchte sich natürlich... Nein, es sind zwei Leute.
Das wird der schwerste Bosskampf meines Lebens. Wo zum Teufel seid ihr denn? Ich muss mich um dich kümmern. Weiß nicht, habe ich das Gefühl, das sollte ich eher zuerst ausschalten. Meine Güte! Ja. Ja, ich kann einfach nicht abschätzen, was ich da tun soll. Was? Nein. Weg mit dir. Die sind echt merkwürdig auszuschalten. Ernsthaft. Ich würde schon gerne sehen, wie viele HPs die haben. Wow. Ich sollte vielleicht doch einen Abgang machen. Tschüssi. Ich habe nichts gesehen. Ade? Bist du erschöpft? Oder auch nicht? Ach, so viele Spieß hat er. Weg mit dir. Ich würde schon gern mehr Sachen markieren. Komm schon. Du musst nur ein paar Feuerbälle oder sowas rauskicken lassen. Dann eben nicht. Oh oh. Na, komm mal her. Er ist down, oder? Er ist down. Ja, komm. Ich krieg dich. Gib mir die Wahrheit. Meine Güte, ich habe nicht gewusst, dass der Kerl auch die Leute ausgeschaltet hat. Ich dachte, er wollte sich halt nur an die Priesterin ranwagen. Okay. Okay, was sollen wir denn jetzt wieder finden? Oh, ich möchte die Giraffe dabei nur nicht wiedersehen, okay? Jemand steht in einem Raum voller Särge. Ade, noch mehr? Oh, das ist der Boot, da können wir auch zuerst hingehen. Eine Person steht auf einem kleinen Boot. Wo das ist, weiß ich wiederum nicht. Ach, was, okay, vielleicht doch. Und zwar eher so ein Prologbereich, wo wir halt irgendwie aus diesem Fenster da blicken konnten. Ich kann nicht etwas hinter dem Gitterfenster erkennen. Ich muss diese drei Orte finden. Kann ich noch was machen? Scheinbar nicht. Also dann, fangen wir zuerst mal mit dem Bootsgebiet an. Es ist ja eigentlich sogar gerade in der Nähe des Anfangs, was wir halt vor der Mio-Suche ja durchforstet haben. Deswegen schadet es ja nicht, nochmal einen Blick reinzuwerfen. Fangen wir erstmal mit dem Boot an. Und dafür müssen wir erstmal wieder zurücklaufen. Und mit zurücklaufen meine ich nicht da lang gehen. Also gut, ich halte aber Beweis. Spielt glaube keine Rolle, welche Richtung wir gehen. Ich gehe erstmal durch diese Tür durch. Irgendwo werde ich schon dieses Boot finden. Also dann. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Solange uns nichts auffällt, kriegen wir das wirklich in 0, nichts durch. Weil wir schon die ganzen Orte durchsucht haben, haben wir eigentlich die wichtigsten Feinde ja schon ausgeschaltet. Hoffe ich doch zumindest. Gut, jetzt müssen wir nur noch die Treppe runtergehen und dann haben wir es dann. Oh, warte. Nur eine kleine Frage. Stimmt, das habe ich schon mal gelesen. Das war nicht das mit dem Boot? Warte, wartet. Vielleicht ist ja die Tür da unten jetzt offen.
Nein. Ah, gut, ich habe mich vielleicht doch eher vertan. Wo war denn schon wieder dieses dumme Boot da? Einen Moment, Karte bitte. Leite dich ein bisschen schneller. Danke. Ah, ich sollte mir einfach mal die Zeichnung da ansehen. Wäre keine schlechte Idee. Von hier aus bin ich reingekommen. Hier hatte ich die ganze Wegauswahl. Hier konnte ich zur mittleren Treppe, aber wo führt mich der? Würde mal gerne einen Stockwerk tiefer. Nein, Stockwerk tiefer, wenn es geht. Da unter dem Schrein. Wir müssen scheinbar weiter vorne gehen. Aber ich kann mir denken, wohin wir schon wieder hingehen müssen. Meine Güte, ich hatte doch für eine kurze Zeit eine gute Orientierung hier. Jetzt habe ich natürlich aber nichts mehr. Also. Stimmt, von hier aus ging es durch. Oh, ich bin ja so dumm. Genau wie das Ladezeichen da unten rechts. Also dann, Boot. Ich komme zu dir. So, hab dich. Glaube ich, zumindest. Warte. Ist es vielleicht im... Irgendwas leuchtet im Boot. Oder auf dem Boden. Ich würde schon gerne den leuchtenden Punkt sehen, wenn es möglich wäre. Wo leuchtet denn der Scheiß? Ein kleines Boot treibt im Innenhof. Das Wasser reicht ganz bis in den Innenhof herein. Ich komme von hier aus wahrscheinlich auf das Boot. Ja gut, aber... Wo leuchtet denn jetzt der Scheiß? Ich halte mal ein bisschen Abstand. Boot. Boot. Ein Boot betrügt mich. Hä? Muss ich vielleicht irgendwie eine Richtung oder so machen? Ich kann mir das allerdings nicht wirklich vorstellen. Was zum Teufel? Baum? Hast du was mit dem Boot gemeinsam? Oh, das macht nichts besser. Das macht nichts besser. Ich weiß nicht, wie ich das... Was, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Ah... Ja, sowas finde ich wiederum scheiße. Ist es nicht einfach suchen und finden? Nein, jetzt ist es suchen und überfordert werden und danach gefunden zu werden. Kamera, spürst du nicht irgendetwas Merkwürdiges auf? Vielleicht im hinteren Teil des Bootes? Oder um dem... Flussbereich oder vielleicht an den Ecken? Ich bezweifle das eigentlich, aber... meine Güte, macht es doch nicht so schlimm. Habe ich vielleicht den Text falsch gelesen und werde jetzt dafür bestraft? Warte, da hat was geleuchtet. Ach so, du hast ein Foto geschossen, das dir auf dem Seelenfoto ähnelt. Und das hat mir jetzt was gebracht? Ach, wer auch immer. Vielleicht muss ich erstmal die ganzen Fotos geschossen haben, um weiterzukommen. Also dann. Anhaltspunkt 2 wäre jetzt in dem Fall, die Stelle, wo die Giraffe war.
Und ich möchte da eigentlich nicht hin. Aber was habe ich denn bitte für eine Wahl? Bin ich überhaupt richtig? Karte? Ja, ich muss dann die Treppe runter, okay. Ich bin richtig. Ah, meine Güte. Ich habe ehrlich gesagt sogar wieder ein bisschen Schiss, da durchzugehen. Wirklich. Meine Güte, es hat sich halt wirklich so angefühlt, als würde ich vor einem Titan stehen. Das hat auf jeden Fall schon einen richtigen Schock verursacht für mich. Alter, solange ich sie nicht wieder sehe, weil sonst mache ich einfach einen 1000 Meter Sprint und verschwinde einfach wieder. Weil heilige Scheiße, die ist zwar einfach zu besiegen, aber sie ist so scheiße schnell. Und ich benutze einfach zu viele Fluchwörter, weil ich einfach dieses Ding nicht beschreiben kann, wirklich nicht. So. Also dann, jetzt nur noch zu der Tür da links und dann haben wir es. Da sollte ja auch dann diese Priesterin da stehen und nicht dieses Viech. Also dann. So, jetzt. Komm schon. Wartet, ich hab's gleich. Ah, es ist ein vertikales Foto, okay. Oh, hast du nicht einfach was zu erzählen? Meine Güte. Na gut, besser als die Giraffe, ehrlich gesagt. Wow! Bitte sorg nur nicht dafür, dass ich meine Meinung wieder ändere. Das möchte ich von dir wirklich nicht hoffen. So, erstmal zum nächsten Filmtypen wechseln. Nein. Das ist wirklich eines der ältesten Tricks hier. Ich habe keine Ahnung, was du mit deiner rechten Hand manchmal erreichen möchtest. Was? Hat's ja noch eine. Da muss ich sie zuerst ausschalten. Los, noch einmal. So, perfekt. Sollte mir vielleicht noch ihre Vision abholen. Los, 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 sie kommt. Nein, 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 nein. Ja, wir haben es gleich. Und jetzt lauf weg. What the fuck? Hallo? Was? Wo zum Teufel bist du? Boah! Heilige Scheiße, das war knapp in letzter Sekunde. Jetzt komm her. Ich habe wirklich keinen Bock mehr auf diese dummen Spielchen. Weißt du, erstmal erschreckt ihr mich und dann bringt sie noch ein Compadres mit. Really? Komm schon, wo ist denn bitte der Ausgang? Oh je. Egal, solange wir die 14er Typrolle haben, können wir das sogar schneller bannen als sonst. Also los, trau dich. Trau dich. Benutze von mir aus auch deine rechte Hand. Ich zeige dir, wohin dies landen wird. Und damit habe ich dich. Holen wir uns nur ein bisschen Punkte ab. Hallo, ich bin sogar größer als du. Okay, Problem gelöst. Jetzt weg hier, bevor es sich verschlimmert. Perfekt. Okay, als nächstes können wir eigentlich wieder zurück, also tiefer gehen, das heißt da rein. Denn jetzt wird es noch Zeit, ein Gitter ausfindig zu machen. Wir sind sogar schon richtig. Was wir jetzt nur noch machen müssen, ist einfach halt nicht den hinteren Weg da nehmen. Gut, ich bin richtig. Alter, Alter, so. Lo, lo, lo. Wir sind unterwegs, um das letzte Zeichen zu finden. Wobei, das war doch die... Nein, 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 nein. Irgendwie habe ich das... Nein, ich bin falsch hier. Was, die Tür? Oh ne, ich bin schon wieder da gelandet, was mich sowieso allgemein verschlossen hält. Hätte also doch den normalen Weg gehen müssen. Also los. In welche Richtung ist sie dann gegangen? Rechts, ne? Gut, da sollten wir wiederum nicht hingehen. Ja, jetzt sind wir richtig, Alter. So. Habe eigentlich gedacht, das sei irgendwo hier. Wenn nicht, dann wüsste ich noch einen Alternativfall. Ja,
Ja, wir müssen wahrscheinlich außen rum durchgehen. Das heißt, vielleicht kriegen wir wieder ein kleines Empfangskomitee hier mit den Leuten hier. Bezweifle ich aber bitte. Wobei, die eine da ist beim letzten Mal geflohen. Kann also sein, dass wir sie wiedersehen werden. Ein bisschen schneller. Ein bisschen schneller. Jetzt haben wir es. Hier sollte es sein. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Aber wo? Genau. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Jetzt ernsthaft? Das muss doch da hinten sein. Ist vielleicht da vorne was? Kann ich vielleicht... nein. Da gab es doch keine Tür. Warum gehe ich da überhaupt hin? Warte, jetzt muss ich mir das Bild auch nochmal ansehen. Wobei, vielleicht sollten wir doch erstmal unsere Kamera aufwerten. Und zwar mehr Absorption, bitte. Und beim nächsten Mal erhöhen wir dann den Auflader. So. Gott, das wollte ich jetzt aber nicht erreichen. Und zwar, wo... Nein, warte. Ich bin so dumm, ich wollte mir doch das Bild dann sehen. Da, Gegenstände, Dokumente. Wo sind die Bilder? Gibt es da keine Bilder? Doch, da... Oh, Fotos, da. Also, dann lass mich mal sehen. Vielleicht wichtigere Bilder? Wäre nicht schlecht. Ich muss aber wahrscheinlich ganz weit runtergehen. Los. Nein. Och, mach das doch nicht schlimmer. Ich will doch nur wissen, wo das ist. Es muss doch hier sein. So, genau. Dieses Gitter hier. Was kann es denn... Moment, es ist mehr so ein gerader Gitter und dazwischen irgendwie. Vielleicht weiß ich doch einen Alternativplatz. Ja, das sind eher so Bambusgitter. Aber wir suchen ja nur so nach geraden Holzbrettern. Okay, ich glaube, ich habe mich vertan. Ich glaube, ich weiß, wo es sein kann. Ach, meine Güte. Ich möchte nur nicht begrüßt werden, okay? Erspart mir dabei die Arbeit. Und wir sparen auch mehr Zeit. Perfekt. Gut. Jetzt muss ich nur wieder den einen anderen Weg dann nehmen. Wohin ich eigentlich nicht hingehen wollte. Das sind auch wieder die Bambusgitter hier, da wollen wir nicht. Dahin ist sie gegangen, das heißt, wir gehen da lang. Und von hier aus kamen wir ja rein, das heißt, wir müssen dann wieder hier geradeaus gehen. Ja, aber halt hier rein. Mag ich mich jetzt auch zu erinnern, dass da ja auch Gitter waren. Ja, richtig, da sind wir, das ist das Richtige. Also, dann komm mal her. Oder? Jetzt bezweifle ich es doch wieder. Kann ich vielleicht wenigstens durch die Tür gehen? Nein. Oh, Leute, ich habe doch jetzt wieder keinen blassen Schimmer, was ich tun muss. Das Foto muss doch das sein. Ihr macht mir das gar nicht gut hier, okay? Ihr macht das nicht positiv für mich. Und genau das tut weh. Na gut. Eine andere Alternative wüsste ich halt nicht. Ich denke, wir verfolgen unsere Schritte wieder zurück und nehmen wieder die Tür da hinten. Vielleicht habe ich etwas übersehen, was ich nicht hätte übersehen sollen. Da draußen war ja... Nur wieder die Stelle mit dem Boot, da brauche ich nicht hingehen. Und dahin können wir eigentlich noch nicht hingehen. Beziehungsweise da will ich noch nicht hin. Dieser Raum zeigt kein Gitter. Auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Okay, wisst ihr was? Ich glaube, ich erspare uns lieber mehr Zeit, wenn ich das mal kurz einfach mal schnell aufs Screen suche. Bis gleich!
Und da sind wir wieder. Und simpel gesagt, hätten wir eigentlich gerade an dem Bootssteg da bleiben können. Denn das Gitter war scheinbar hier zu finden. Da liegt ja sogar noch ein Item rum. Wie konnte ich das übersehen? Erstmal Item aufheben. Das ist wichtiger für mich. Was ist denn... Da steht ja irgendwie nichts. Aber warte. Vom Schatten berührte. Okay. Also, berührt das schwarze Wasser nicht solch Dunkelheit, lässt dessen Opfer schmelzen und verfaulen. Nur die Willigen, die den Tod willkommen heißen, können diesen Schmerz verkraften. Wir vom Schatten berühmte, wir vom Schatten berührte sind zu Tode bestimmt. Wir tragen die Reliquiare und lassen sie im schwarzen Wasser versinken, bis auch wir verwesen. Das schwarze Wasser darf nicht überquellen. So viel zum Thema überquellen, na? Also. What the? Mach das nie wieder! Alter! Was zum Teufel? Und wir haben es geschafft. Es kommt bestimmt noch ein Fight. Was? Ah. Spiegel der dunklen Sonne. Und ein neues Objektiv. Wahrscheinlich sollte ich den Spiegel auf dem Altar stellen. Okay. Ah, ja, wegen diesem wichtigen Item da. Okay, ich möchte aber, bevor wir das machen, erstmal gucken, was für ein Objektiv wir jetzt bekommen haben. Warte. Also, hier ist das obere da. Ich will es mir ansehen. Sagen wir mal, ich möchte Betäubung loswerden. Was ist das hier? Trägheitsobjektiv. Objektiv, das fotografierte Zielobjekte für eine gewisse Zeit verlangsamt. Verlangsamen oder lähmen? Ich denke langsam. So. Gut. Damit haben wir jetzt drei verschiedene Objektive mit einer jeweils anderen Farbe. Gut. Dann zurück zum Altar, das sich schon wieder wo befindet? Nein, nicht da. Ach, geben wir einfach wieder den Stock weg, rauf, ich Vollidiot. So,